Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3. Und wir haben alle 4 Schlüssel eingesammelt hier im obersten Etage, der 15. Etage im Penthouse. Und wir testen mal, was passiert mit den Schlüsseln. Bam. Aha. Ich hatte mal kurz in dem Rucksack, wie Indiana Jones, der konnte auch alles tragen. Also in den Spielen, ne? Und Lucas Arts. Oh ja, hat der auch noch. Einen hast du nur noch. Da sitzt sie doch, die Gute. Wollen Mario mal befreien. Hallo? Sieh mal einer an. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass du es schaffst. Ich hatte dich für einen Angsthasen gehalten, aber du steckst wirklich voller Überraschung. Du hast mit deinem komischen Staubsauger mein Hotel geplündert und mir mein gesamtes Personal weggefangen. Als wäre das noch nicht genug, hast du mir auch noch meinen geliebten Schatz weggenommen. Mein süßes Polterkätzchen. Das ist alles kein bisschen nach Plan gelaufen. Mann, ist sie hässlich. Wie konnte es dir nur gelingen, dich König Buhus Plan zu widersetzen? Wenn du brav zugelassen hättest, dass ich dich in ein Gemälde banne, hätte König Buhu mich mit Lob für meine Genialität überschüttet. Aber stattdessen habe ich wegen dir alles verloren. Sollen wir dann zur Tat schreiten? Ich werde dich wohl selbst erledigen müssen. So werde ich König Buhus Vertrauen nämlich sicherlich zurückgewinnen können. Bist du bereit, Luigi? Gib dir ein bisschen Mühe, diesen Kampf vergnüglich für mich zu gestalten. Los geht's. Eigentlich hätte ich vorher nochmal hingehen sollen zum... Wie heißt der? Zu Igitt, um ein paar Sachen zu holen. Oh, naja. Oh Mist. Oh. Was kann ich hier machen? Durch? Ja, auch nicht. Wir müssen also irgendwie... Der soll rein. Hier runter. Wir sind auf der anderen Seite aber runter eigentlich, ne? Scheiße. Also ich weiß schon, wie es gemacht werden soll. Ich hab's bloß irgendwie falsch. Okay. Gut. Erster Versuch ging daneben. Aber ich glaube, ich wüsste wie. So, probieren wir es nochmal. Dieser Laser ist natürlich sehr, sehr stark. Da müssen wir natürlich schon aufpassen. Okay. Äh.
sind auf die andere Seite hingekommen. Ah, warte. Es ist natürlich doof. Was denn? Ah, warte, da oben blinkt was. Ah, guck mal, gib mir Herz. So, jetzt haben wir dich. Oh, jetzt auch. Blöde Tante, ey. Kriegst du bestimmt Laser wieder los, ne? Also, ich muss jetzt mal pudern, okay. Okay. Ja, der Laser, okay. Jetzt schwer, echt. Na komm. Okay, das ist. Dann brauchen wir ein bisschen mehr Leben. Das holen wir uns jetzt einfach. Dann gehen wir da nochmal rein. Wir wissen jetzt, wie wir das machen sollen. Das sollte ja möglich sein. So, ja, gute Nacht. Jetzt gute Nacht, du Heini, du. So, pass auf. Mal zum Labor, bitte. Wir holen uns ein paar Knochen. Oh, ein paar mit.
Eigentlich Schaden, oder? Haben wir genug Kohle. Dann kommt der ganze Vorrat leer sonst. Die Karte. Und toll. So, jetzt sind wir gut gestärkt und gehen direkt da rein nochmal. Ich muss mich leider die ganze Szene nochmal angucken, das nervt ein bisschen, aber egal. Ich glaube, die kann man nicht überspringen. Aber ich kann natürlich wegdrücken, wenn sie redet, ne? Na komm. Ja, ja, Polterkätzchen. Interessiert mich alles nicht, Sarah Schreck. Wow! Das müssen wir Auge springen können, ist ja nicht schlecht. Ich bitte dich kurz. So, jetzt geht's los. Ja, ungefähr, wie wir es machen sollen. Also von daher habe ich jetzt keine Gedanken. Ah, schon, aber nicht so große Gedanken. Das ist gut. Nein. Ah, ich wollte weg dann. Aber jetzt mal. Ja, hin. Okay. Also so noch Schnappen, kann man nicht. Das schafft man, die müssen die alle ausschalten, das schaffen wir das nicht. Ja.
Donna Lambiendo. Geht nicht. Der Laser. In die Richtung, okay. Oh. Oh. Dieses Ding. Schon wieder das Laserding, scheiße. Das ist echt so langsam unten im Keller. Okay. Mann, was ist das denn gerade? Hast du es gesehen? Sind nicht mehr so leicht, sind nicht gucken, dass ich irgendwie. Glauben Sie ein? Glauben Sie ein. Also wird schön eingesaugt werden. Hui. Sehr gut. Und Mario befreien? Yeah!
Way to go, Mario! Luigi! Oh, süß, die beiden, ne? Come on, this way. This way. Let's go. Come on. Ha! Oh yeah. Ha-ha. Okay. Come on. I get the Weg. Mario? Oh. Und er rennt da alleine los. Okay. Mein Depp. Ach, da war noch was. Ich empfange Signal einer ungewöhnlichen Präsenz hinter dieser Tür. Luigi, bist du bereit, da hineinzugehen? Ja. Im 10. Knochen. Gut, mehr Ratschläge habe ich nicht. Ich wünsche dir alles Gute, Luigi. Sehr vorsichtig. Und hoch. Wow, oh nein, nein. Jetzt haben wir auch König Hubu, oder? Come on, let's go. Ein Spack. Ah, du sind hier schnellste, ne? Das war doch gerade schon König Huibui, der da eine Hubu, der da unten geflogen ist, oder? Ich komm doch schon. Jetzt bin ich so schnell wie du. Ah, der, warum erschreckt er uns denn immer so? Knall der kleine Dings, ne? Oh. Ja, super, Mario. Können wir doch nicht. Paco. Come on, Bro. Wir können doch nicht hüpfen. Okay, wir müssen einen Weg finden. Wir nehmen den Eingang über die Zunge vielleicht. Da kann man nicht rein, okay. Oh, oh. Also. Oh, oh. Oh, wegen einem fetten Kampf auf dem Dach. Peach. Ausgeholt. Und zu kämpfen. Yes! Yahoo! Yes! Wir haben mit beiden was, oder? Haha, wie dreist von dir, dich mich entgegenzustellen, Luigi. Du hättest lieber flüchten sollen, solange du noch die Chance hattest. Aber du bist lieber geblieben und hast dich hier oben durchgekämpft, um mich herauszufordern, was? Du Narr! Na schön, mit Hilfe von Igitts ärgerlichen Erfindungen hast du den Weg durchs Hotel gebannt und überall Geister aufgesaugt. Schlupz. Nur weil du all die Geister aufgesaugt hast, kannst du es noch lange nicht mit mir aufnehmen. Und diese Sarah Schreck. Die hat deine Leute einfach entkommen lassen. Es nervt, jemand entwischt, der in ein Bild gebannt war. Lara schreckt diese Geister nutzlos allesamt. Ich werde alles selbst ins Reine bringen müssen. Das Maß ist voll. Die Zeit der Gnade ist vorbei, Luigi. Keine Tricks und keine ausgeklügelten Strategien mehr. König Buhu greift erst knallhart durch. Ihr werdet allesamt in ein Gemälde landen. Ein schönes Gruppenbild, das ist euer Schicksal. Oh, wer noch? Oh. Ah.
Ihr habt es nicht anders verdient. Das hätten wir gleich. Na los, gesell dich sofort zu den anderen. Mein Gemälde muss vollständig sein. Entschuldige, dass du so lange warten musstest. Bist du bereit? Ist mir egal. Oh nein. Wo ist Luigi? Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment. Es sollten noch 7 sein. Wer fehlt? Luigi, was machst du denn da drüben? Es reicht. Du gehst mir so dermaßen auf den Sack. Hey Geist. Entschuldigung. Du willst also kämpfen? Na schön. Dann los, Luigi. Das ist dein Ende. Endgültig. Hier kommt König Buhu. Okay, ich bin bereit. Und was der für Strategien drauf hat. Oh. Wie geht ausweichen? Gehört ein paar Kügelchen, das gebe ich zu. Okay. Oh, ich dachte, ich könnte den schon im Mund schießen. Nee, anscheinend nicht. Oh. Wie soll man den denn ausweichen? Kann ich ihn runtergehen? Ich auch nicht. Bomben kann man garantiert was machen. Mal überlegen. Der schießt man die Bomben zu ihm hin oder man lässt sie auf seine Zunge rauffallen? Das weiß ich gar nicht. Ah, das geht nicht. Kann ja anders gemacht werden. Na, das war klar. Ach man, das ist bescheuert. Das ist doch, ich weiß nicht, wie man das da machen soll. Wirklich nicht so leicht. Weiß auch nicht, was man da machen muss. Müssen wir mal gucken. Aber naja, jetzt werden wir ein paar Leben. Also von daher, so, probieren wir das Ganze nochmal. Oh. So. Okay, Bomben, die brauchen wir auf jeden Fall. Ah. Muss man garantiert zu ihm hinwerfen, oder bin ich verkehrt? So. Anders können wir gar nicht vorstellen. Okay. Oh. So ein blöder Sack.
Oh, ich hätte springen können, aber ich... Schlecht ist er denn. Da! Ah, guck mal, getroffen. Das gefällt dir wohl nicht, was? Oh, eine zweite Kraft hier. Ah, guck mal. Jetzt haben wir schon Leben. Ja, Leben holen. Oh, jetzt ist er sauer. Oder auch nicht. Also jetzt zwei davon. Ah, super. Gefällt mir noch besser. Oh. Oh, super knapp. Oh, hier. Oh, oh. Oh, okay. Zwei und ich blöd, ne? Okay. Jetzt? Hast du nicht mehr drauf? Na, da bestimmt. Okay. Oh. Oh nein. Boah, wie sollte man denen ausweichen? Shit, na gut. Muss es ja möglich sein. Okay. Ah, jetzt, okay. Da. Einer ist im Mund gelandet. Pist. Oh, oh. Was war denn da? Oh, oh, ich glaube, lässt das ganze Gebäude in dieses Bild verschwinden. Sieht nicht so gut aus. Das sind noch drei, ey. Und wir haben nicht so viel Zeit da oben, wie es aussieht. Oh! Oh, ich wusste, ich fange nicht so schnell. Oh, wie soll das denn gehen? Wie wird man das denn schaffen? Übertrieben. Ein wildes Chaos hier. Kann man sagen. Ein super wildes Chaos. Alter. Jetzt komm mal her mit ein paar Bomben, damit ich euch erledigen kann.
Wir haben nicht so viel Zeit, wie es aussieht. Oh ja, klar, sie kommen dann. Ja, super. Nein! Nimm meine! Das gibt's doch gar nicht. Mein Leben. Das gibt's doch gar nicht, ey. Die Bomben sind echt schwer. Schweinisch schwer ist das. Oh Mann. Mann, wie treffe ich denn nicht? Das ist nicht normal. Oh. Das ist nicht normal, dass ich nicht treffe, ey. Oh, das schaffen wir nicht mehr von der Zeit her. Schon von der Zeit her kann ich es nicht mehr schaffen. Dann sind wir umgelaufen hier und dann. Oh, jetzt kommen wir noch von links und rechts angerollt. Oh. Komm mit Bomben bitte. Okay, wir probieren es nochmal. Ja. Nein! Das ist dein Ernst! Das ist doch nicht dein Ernst! Ey, ganz im Ernst! Echt hart, der Typ. Echt hart. Oh. Wir haben wieder ein bisschen Zeit da oben, wie ich sehe. Das Ziel ist echt schlecht für mich. Ich ziele echt schlecht mit diesen Bomben, merke ich. Aber wir müssen es mal schaffen jetzt. Aber jetzt komm. Och Mann. Ganz im Ernst. Das ist ja echt nervig. Er hat doch schon dahin gezielt. Warum macht er das nicht? Ich dachte, ich hätte ihn getroffen. Hab ich auch nicht. Das ist doch echt unschaffbar. Ah! Na, warum? So, jetzt aber. Ah, das war die falsche. Warum treffe ich nicht? Oh, der ist auch weg. Scheiße. Ist doch nicht normal. Och Mann, das ist. Hey, das ist echt nervig. Mann, ey. Ah, hat ihn in den Mund bekommen. Oh, Gott sei Dank. Komm, zieh.
nicht, ob wir das noch machen müssen, aber... Ja, wir haben ihn. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Oh boy. Ja, ist schon ein bisschen härter, der Gegner, muss man sagen. Okay. Können wir damit unsere Freunde befreien? Oh nein, stürzt ganz Hotel noch ein? Anscheinend. Oh oh. Oh, der Superhund. Hello. Oh. Okay. Jetzt sind wir sie alle gleich wieder. Das ist doch schön. Oh yeah. Ah. Freut mich so. Oh yeah. Yeah. Was machen wir mit der Diamant? Kann man damit machen? Was jetzt? Bauen wir alle das Hotel wieder auf? Super Luigi Maker. Das war's, Leute. Finale und auch zu Ende. Und wie man sieht, sind die schön beim Zusammenbauen und freuen sich darauf, das Ganze wieder schön zu bauen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Seid ruhig beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ihr wollt. Ups, jetzt habe ich einen Knopf gedrückt, jetzt ist sind die Credits weg. Guck mal, ist doch viel schöner als vorher, das Hotel. Glückwunsch! Rang C, ne? Ist noch nicht der beste Rang, man hätte ja die ganzen Sachen sammeln können noch, ne? Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Guck mal. Da fahren sie alle. Bye bye. Bye bye. Das war ein schöner Urlaub, ne? Einfach ein Hotel aufzubauen. Das war's, glaube ich, endgültig jetzt. Bye, everybody. See you soon. Ende, Ende. Ende Gelände. Na, passiert noch was? Nee. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten dabei. Und ich werde am nächsten Tag mal Multiplayer hochladen. Mal sehen, wie das ist. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.